Tommy, dieser Mordversuch bedeutet, dass Morello uns offen den Krieg erklärt hat. Wir müssen uns um ihn kümmern. Wenn Morello keine Komplizen unter den Politikern und anderen wichtigen Organisationen hätte, wären wir annähernd gleich stark. Wenn wir diese Leute liquidieren, wird unser Gegner erheblich geschwächt. Das ist es also, was wir tun müssen. Seine starken Kontakte eliminieren. Richtig. Und wie wir alle wissen, müssen wir einen offenen Krieg vermeiden. Holt euch die Generäle, dann geben die Soldaten kampflos auf. Das ist der Plan. Wir machen sie einen nach dem anderen fertig. Was meinen Sie genau? Der erste in der Reihe ist der Stadtrat, der uns solchen Ärger gemacht hat. Morello hat ihn in die Politik gebracht. Das macht ihn zu einem starken Verbündeten. Wir kümmern uns nach dem Jungen um ihn. Und das bedeutet heute. Der Stadtrat feiert seinen Geburtstag und hat beschlossen, einen großen Empfang zu geben. Der Empfang ist auf einem Dampfer mit Feuerwerk und dem ganzen Kram. Und er wird eine Rede für die Paparazzi halten. Da werden eine Menge Leute sein, die nichts gegen uns tun werden, wenn sie sehen, was mit ihm passiert. Klingt ziemlich riskant. Ist aber das Risiko wert. Vincenzo kennt den Plan. Okay. Wie gesagt, es ist auf einem Dampfer. Wird nicht ganz einfach, ohne Einladung reinzukommen, aber du schaffst das schon, Tom. Versuch vor allem, kein Aufsehen zu erregen, bevor wir das Ziel erreicht haben. Natürlich kriegst du keine Waffe an der Security vorbei, aber dafür ist bereits gesorgt. Also, sobald du an Bord bist, musst du zu einer der Männertoiletten gehen. Dort ist ein kleiner Revolver verborgen. Anschließend wartest du ein Weilchen draußen. Der Stadtrat versteckt sich wahrscheinlich in seiner Kabine. Aber zu Beginn der Feier kommt er für seine Rede nach draußen. Das ist ein großer Auftritt. Du nietest ihn während seiner Rede um, Tom. Es muss in der Öffentlichkeit passieren und die Rede bietet sich geradezu an. Da werden jede Menge Leute sein, die du beschuldigen kannst, sobald alles vorbei ist. Und was dann? Ich würde gern in einem Stück zurück an Land kommen. Danach wird die Hölle los sein. Es werden Sicherheitsleute an Bord sein, aber in dem Chaos müsstest du an ihnen vorbeikommen. Falls nicht, geh zum Bug. Pauli kommt dann mit deinem Boot und bringt dich sicher raus. Was ist los, Tommy? Es wird nicht leicht, aber das schaffst du doch. Okay, ich mache es. Das Boot liegt am Ufer bei Central Island vor Anker. Du gehst besser los, sonst verpasst du es. Behalte die Zeit im Auge. Buona Fortuna, Tom. Da bin ich wieder, Ralphie. Heute brauche ich was zur einmaligen Benutzung, weil wir noch nicht wissen, ob alles klappt. Tommy, das ist gar kein Problem. Ich hätte da dieses kleine Gefährt äußerst beliebt heutzutage. Und recht solide. Schau mal, wie leicht man es knacken kann. Gute Idee, Ralphie. Das ist genau, wonach ich suche.
Mister, wo ist Ihre Einladung? Ohne Einladung geht nichts. Die muss ich vergessen haben. Wie gesagt, ohne läuft nichts. Lass mich in Ruhe. Alles klar, soweit. Hast du den Kerl, wenn es das tun war? Mal wieder typisch, dass mir das passiert. Mein Erbe. Wirklich, den sollte ich mal kennenlernen. Hast du den Schlüssel für das Klo auf dem oberen Deck? Nee, der Schlüssel fürs vollgekotzte Klo. Den hat der Rettungsschwimmer. Der muss hier irgendwo sein. Hast du den Schlüssel zum Klo auf dem oberen Deck? Nerv mich nicht. Ich habe hier viel zu tun. Ich brauche den Schlüssel. Hab da was liegen gelassen. Na klar gebe ich ihn dir, wenn du versprichst, da drin sauber zu machen und mir den Schlüssel wiederbringst. Ich warte im Heck auf dich. Putzen? Na klar, kein Problem. Also hier ist er, aber bring ihn wieder. Bist du Süße? Siehst du, so einfach ist das. Nicht übel, du könntest eine Putzkolonne gründen. Klar, und dich nehme ich als Wischmann. Alles klar, soweit. Ich möchte noch Kaffee. Ich auch. Whisky auf Eis. Aber natürlich, mache ich so. Das ist das Zimmer des Stadtrats. Gefällt dir gut, gefällt dir gut, auf deiner Seite.
netter Kerl. Der Stadtrat redet von Ordnung. Hallo, John. Ich hoffe, Sie amüsieren sich. Guten Abend. Ja, es ist ganz wunderbar. Wie geht's? Ich hoffe, es gefällt Ihnen. Danke. Wir freuen uns, hier zu sein. Freut mich, dass Sie es einrichten konnten. Es ist ganz reizend. Vielen Dank. Ich glaube, es wird Zeit.